arbeitet, muss auch feiern. Das weiß auch die junge Generation der Immobilienbranche. Deshalb haben die ÖVI Young Professionals das erste Real Estate Clubbing auf die Tanzbeine gestellt. Die neue Idee und die Location Chaya Fuera sorgen für regen Zulauf. Schon im Vorfeld zeichnet sich ein Riesenerfolg ab. Die Resonanz auf das Clubbing war sehr gut. Wir haben über 800 Anmeldungen auf der Gästeliste. Wir hoffen, dass auch viele kommen werden und freuen uns auf einen tollen Abend. Nicht nur die Veranstaltung, auch die Young Professionals sind ein Erfolgskonzept. Eine Einladung von den Young Professionals, da weiß man, dass wirklich Qualität dahinter steckt und dass es sicher lustig wird. Und aus dem Grund muss man natürlich der Einladung auch folgen. Ich bin beeindruckt von der Kulisse, von dem, was die Jungen wirklich getan haben in dem letzten Jahr, was sie organisiert haben und wie sie die Immobilienwirtschaft weiterbringen. Ist toll so. Und das Schöne ist, dass sie alle innovativ, dynamisch und zielstrebig sind, genauso was wir verkörpern. Also es passt wunderbar. Also wann immer ich kann, unterstütze ich diese Veranstaltungen weiter. Ja, es ist schon lange gehegter Wunsch, vor allem unserer Young Professionals, dass wir so eine Veranstaltung machen. Und ich glaube, die Teilnehmer und der Besuch zeigt, wir brauchen so ein Clubbing. Ja, tatsächlich. Die Branche hat so ein Clubbing eindeutig gebraucht. Ich denke, es ist eine gute Plattform für Netzwerken. Es ist eine gute Plattform, dass sich die Leute aus derselben Branche, aber auch Branchenfremde untereinander einfach in ungezwungenen Rahmen besser kennenlernen. So viele junge Leute auf einer Immobilienveranstaltung sieht man nie und ich sehe das hier als Chance, dass man vielleicht interessante zukünftige Mitarbeiter sieht und halt sonst typischer Branchenaustausch. Spaß haben, Netzwerken, Kontakte knüpfen und sich unter das Volk mischen, das sollten alle. Man könnte es sich nicht besser wünschen. Ich bin unglaublich begeistert von dem, was diese jungen Kolleginnen und Kollegen auf die Beine gestellt haben. Da kann man unendlich stolz drauf sein. Und wir haben in einem Jahr so viel erreicht. Ich weiß gar nicht, wo die Reise hingehen soll. Die Reise führt in dieser Nacht hoffentlich auf die Tanzfläche. Aber in der Immobilienbranche ist auch das Networking allgegenwärtig. Da drängt sich doch die Frage auf, ist dieses Event nun Arbeit oder Vergnügen? Ich glaube, es ist immer auch ein bisschen Arbeit dabei. Wo ist die Stimme der Immobilienwirtschaft? Heute ist auch das Tanzband der Immobilienwirtschaft. Ja, der Abend ist ja noch jung, aber prinzipiell habe ich nicht sehr viele Visitenkarten mit. Also es sollte schon noch ein Großteil Vergnügen dabei sein. Ich würde sagen 120% Vergnügen. Ich würde sagen 50-50. Nein, das ist halt nicht Arbeit, aber es hat auch mit Arbeit zu tun. Wir verbinden das gerne. Reines Vergnügen also? Pures Vergnügen!